Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Gerda, A Flame in Winter. Wir werden uns nach dem Hauptspiel nun Livas Geschichte zuwenden. Livas Geschichte ist als DLC dazugekommen und soll auch nicht so lang sein. Ich habe davon gelesen, dass es so 2 bis 3 Stunden sein soll, also eine wesentlich kompaktere Spielerfahrung als jetzt im Hauptspiel. Trotzdem interessiert es mich sehr, weil ich Liva als Charakter sehr spannend fand und bin auch gespannt, was für eine Zeitspanne wir jetzt betrachten, beziehungsweise was für einen Zeitpunkt wir betrachten. Betrachten wir Livas Handlungen während des Hauptspiels oder vielleicht sogar davor oder eine Mischung aus beidem? Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Spiele Livas Geschichte, eine Widerstandsgeschichte. Übernimm die Rolle von Olivia Liva Hansen, einer Freiheitskämpferin, die eine kleine Widerstandszelle leitet. Untergetaucht und auf der Flucht vor einem grausamen Feind muss Liva ihr Pflichtgefühl, die Fürsorge für ihr Team und ihre Rachegelüste unter einen Hut bekommen. Diese kurze Geschichte spielt vor den Ereignissen von Gerdas Geschichte. Die Geschichten können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. Ja, und wir tun das jetzt. Wir werden dann ein neues Spiel beginnen und mal schauen, was uns da so erwartet. I'm hooked for this, nachdem das Hauptspiel ja auch schon so bei mir eingeschlagen ist. Wirklich, wirklich tolles Spiel. 8. November 1944. Liva, warte! Ich brauche einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen. Stadtrand von Kopenhagen. Ah, okay. Jetzt erfahren wir, wie es zu der Flucht aus Kopenhagen kam wahrscheinlich. Dialogentscheidung. Du kannst eine Option auswählen, indem du sie anklickst oder 1, 2, 3, 4 drückst. Wir sollten jetzt in Sicherheit sein. Woher weißt du das? Wir haben keine Nazis gesehen, seit wir in der letzten Stadt die Patrouille abgeschüttelt haben. Jetzt müssen wir nur unauffällig sein und alles wird gut. Aber wir sollten uns beeilen und sicherstellen, dass es den anderen gut geht. Okay, dann sollten wir das wohl. Viggo, wer immer das ist. Gehen wir erstmal weiter. Flucht vor den Nazis. Wir haben offenbar gerade einen Sabotageakt im Namen des Widerstands ausgeführt oder ähnliches. Mal gucken. Verdammt! Deutsche Flugzeuge! Schnell, wir sollten unter den Bäumen in Deckung gehen. Wow, okay. Sie fliegen nach Süden. Sieht aus, als würden sie nach Hause fliegen, um ihr Nest zu verteidigen. Meinst du nicht, dass sie uns gesehen haben? Von da oben? Das bezweifle ich. Aber wir gehen lieber auf Nummer sicher. Warten wir hier, bis sie alle vorbei sind. Puh. Wir hatten keine Minute Ruhe, seit wir die Stadt verlassen haben. Die Nazis waren erbarmungslos. Ich hätte uns nie in diese Lage bringen dürfen. Hey, komm. Was passiert ist, war nicht deine Schuld. Wir alle kannten die Risiken, als wir beschlossen, dieses Schiff anzugreifen. Du hast alles richtig gemacht, Liva. Du konntest nicht wissen, dass die Nazis uns erwarten. Ich war nicht gut genug vorbereitet. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Hey, hey. Mach nicht so ein Gesicht, alles wird wieder gut. Ich weiß, wie ich dich wieder aufmuntern kann. Oh, ziehst du nicht der Scheffel 3? Viggo. Bist du in der Erntezeit frei? Oh je. Hörst du des Narren Melodie? Was verdonnert ist, reißen wir aus. Du bist hoffnungslos. Ah, aber du lächelst wieder, oder? Der Scheffel 3 muntert dich doch jedes Mal wieder auf. Du konntest im Pub nie widerstehen, dabei mitzusingen. Ich glaube, das war das letzte Flugzeug. Wir sollten uns beeilen und die anderen treffen. Okay, lernen wir jetzt hier weitere Mitglieder des Widerstands kennen? Leute, die vermutlich nicht nach Kopenhagen, nach Tinglev mitgekommen sind, nachdem sie geflohen ist. Mal sehen, was mit denen passiert und wie sie sich entzweien. Liva, warte! Brauchst du wieder eine Pause? Nein, aber bevor wir die anderen treffen, du solltest wissen, dass wir nach Süden gehen. Wir werden Kopenhagen verlassen. Wo gehen wir hin? Wir gehen nach Tinglev. Das ist eine Kleinstadt in Südjütland. Ich kenne das Gebiet, wenn auch nicht diese Stadt. Wir müssen irgendwo neu anfangen, bis es sicher ist, nach Kopenhagen zurückzukehren.
Was können wir da schon ausrichten? Tingler fliegt an der Bahnstrecke nicht weit weg von der deutschen Grenze entfernt. Der Freiheitsrat glaubt, dort könnten wir die Deutschen empfindlich stören, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Kesse kann es dir später erzählen. Kesse weiß schon davon? Er kommt aus der Region. Er kennt sich da gut aus. Aber keine Sorge, du bist bisher die einzige andere Person, die von diesem Plan weiß. Du wirst mir helfen müssen, es den anderen beizubringen. Jetzt komm, die anderen sollten kurz vor uns sein. Okay, da wurde also schon der Plan gefasst, nach Tinglev zu gehen. Ist ja auch irgendwie logisch, was die erzählen. Nahe der deutschen Grenze, Bahnverbindung. Viggo! Seht ihr, ich hab doch gesagt, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Wir mussten sicherstellen, dass die Luft rein ist. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Wir drei sind nur mit knapper Not hier entkommen. Nein, das ist eine Stimme, die zu ähnlich zu der anderen ist. Wir drei sind nur mit knapper Not hier entkommen. Ja, ich weiß, er ist Däne und sollte nicht so einen Akzent haben, aber ich habe das jetzt einfach entschieden. Und er ist Tofte. Haha. Wir sehen übrigens, die Beziehungen zu den anderen sind schon recht gut. Also es war bei Gerda ja nur bei manchen der Fall. Also Anders zum Beispiel hatten wir relativ hohe Werte am Start und Dieter auch. Aber grundsätzlich sonst eher nicht. Die Soldaten haben die anderen erschossen, als wir uns aufgeteilt haben. Nein. Die Hälfte unserer Gruppe ist tot. Ich verstehe. Vigos Gesichtsausdruck verdüstert sich. Diese Faschistenschweine werden noch bekommen, was sie verdienen. Ich verspreche euch, unsere Kameraden sind nicht umsonst gestorben. Aber wir sollten hier draußen nicht so rumstehen. Toff, ich nehme an, das ist die Hütte, von der du gesprochen hast? Ja, mein Kontakt meinte, sie würde den Winter über leer stehen. Wir sollten eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Gut, gut. Wir müssen uns erst einmal orientieren. Gehen wir rein. Okay, das ist also der Widerstand, den wir hier in Kopenhagen noch haben. Erkunden können wir jetzt hier nichts, also gehen wir erstmal in die Hütte rein. Sie ist größer als erwartet. In der Tat, ein sehr guter Fund, Toft. Und du meinst wirklich, hier ist es sicher? So sicher, wie wir im Moment sein können. Das klingt nicht sehr beruhigend. Was meint der Rest von euch? Ich stimme Toff zu, ausnahmsweise. In dem Tempo können wir nicht weiter. Ich bin nicht sicher. Hier sitzen wir auf dem Präsentierteller. Die Augen der Teammitglieder huschen zwischen mir und Viggo hin und her. Sie suchen nach Führung. Lieber, ich kann verstehen, warum du lieber weiter willst. Aber wir sind stundenlang gerannt. Wir sind alle total erschöpft. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Überlebenden in der Lage sind, den Kampf fortzusetzen. Führungsstil. Die Punkte für Fürsorge, Pflichtgefühl und Wut sind Ressourcen, die du einsetzen kannst, um bestimmte Herausforderungen zu meistern. Aber dazu musst du sie dir erst durch deine Taten verdienen. Bevor wir unsere gefallenen Kameraden rächen können, müssen wir erst wieder zu Kräften kommen. Ah ja. Wut haben wir hier. Bei Gerda war das noch anders. Da hatten wir Auffassungsgabe, Mitgefühl und Scharfsinn. Wut finde ich auch gut. Aber ich... Nichts, was ich sage, wird ihnen helfen, ihre Erschöpfung zu überwinden. Sorry, musste mich einmal stumm schalten. Ich habe genießt. Nein, genossen heißt es, glaube ich. Gut, dann ist es abgemacht. Wir bleiben über Nacht hier und morgen geht es ausgeruht weiter. Fürs Erste sollten wir abwechselnd draußen Wache stehen. Ich kann die erste Schicht übernehmen. Ausgezeichnet. Ich gehe nachsehen, ob ich etwas zu essen für uns auftreiben kann. Sollte nicht auch jemand die Umgebung erkunden? Ich kann gehen und dafür sorgen, dass wir keine Überraschungen erleben. Boah, Moment mal. Nach dem, was gerade geschehen ist, kannst du nicht alleine herumlaufen. Na, dann kann mich Liva doch begleiten, oder? Entschuldigung, Liva, würdest du mich eine Minute mit meiner Schwester reden lassen? Keine Sorge, ich komme gleich raus zu dir. Interessant.
interessante Orte. Um mit einem interessanten Ort zu interagieren, klicke ihn einfach an. Du kannst dich ihm auch nähern, bis er hervorgehoben wird und dann Leertaste drücken. Ah ja, das kennen wir auch aus dem Hauptspiel. So viele interessante Orte gibt es hier. Oh, wobei, 3 Stück. Garderobe, der Zugang zu vielen Kleidungsabenteuern. Die Tür scheint zu klemmen. Vielleicht können wir sie später aufstemmen. Zeitung. Sieht aus, als wäre sie ein paar Monate alt. Die Schlagzeile handelt davon, dass die Nazis die dänische Polizei auflösen. Das sind inzwischen alte Nachrichten. Was macht Kesse? Kesse. Er durchwühlt die Regale mit demselben Eifer, mit dem ein Wildschwein nach Trüffeln sucht. Hm. Aha. Tja, wer hätte das gedacht? Sieht aus, als hätte der alte Förster hier einen Notvorrat an Konserven gelagert. Das ist ein Glücksgriff. Er hat wahrscheinlich nichts dagegen, wenn wir uns ein paar ausleihen. Du kommst mir sehr entspannt vor. Machst du dir gar keine Sorgen? Sein Gesichtsausdruck trübt sich und er sieht mich verständnisvoll an. Natürlich tue ich das. Aber es hilft nicht, über Dinge nachzudenken, die wir nicht ändern können. Wir müssen proaktiv sein. Apropos, ich sollte weiter die Schränke durchsuchen. Wir reden später, ja? Alles klar, Kesse. Habe ich eigentlich schon die Möglichkeit? Nee, habe ich nicht. Ich habe noch kein Inventar oder so. Toft. Er behält die Vegetation wachsam im Auge. Er haucht in seine Hände, als ich mich ihm nähere. Du bist hier, um mit mir zu schimpfen, oder? Was sollte das bringen? Vigo hat sich bereits entschieden. Hör mal, ich verstehe ja, was du meinst. Nach dem, was passiert ist, sind wir alle aufgewühlt. Aber wir brauchen irgendeine Art Plan, bevor wir weitermachen. Und deshalb dachte ich, diese Hütte wäre ein guter Ort, um uns neu zu formieren. Sonst würden wir uns in alle Winde verstreuen, wie ängstliche Mäuse. Ich schätze, ich verstehe deinen Standpunkt. Nun gut, Liva, bist du bereit? Bereit wofür? Wir gehen die Umgebung auskundschaften. Jetzt? Möchtest du dich nicht erst ein bisschen ausruhen? Vertrauen. Die Stärke des Vertrauens einer Person in dich beeinflusst. Vertrauen beeinflusst, wozu du eine Person bringen kannst. Bei Gesprächen werden dir auf der rechten Seite des Bildschirms Veränderungen im Vertrauen deiner Gesprächspartner angezeigt. Ich glaube, es ist keine gute Idee, uns aufzuteilen. Wir müssen die Umgebung sichern. Das stimmt. Wir dürfen nichts mehr dem Zufall überlassen. Aber seid vorsichtig da draußen, ja? Wir kommen schon zurecht. Mein Bruder hat mir seine Waffe geliehen. Oh, wirklich? Nur so konnte ich ihn überzeugen, uns gehen zu lassen. Bente mustert die Waffe in ihrer Hand und dreht sie behutsam hin und her. Das Ding ist wirklich ganz schön schwer. Sie hat Vigo schon oft den Hals gerettet. Das hat sie zweifellos. Diese Waffe ist der größte Glücksbringer, den ich je gesehen habe. Angeblich hat der Pilot, dem sie ursprünglich gehörte, einen Absturz und 2 Wochen hinter feindlichen Linien überlebt. Diese Waffe ist vermutlich einer der Gründe, warum du und Vigo durch so viele Kontrollpunkte gekommen seid. Ich würde nicht sagen, dass wir in letzter Zeit viel Glück hatten, Toft. Komm schon, Liva, sehen wir uns um. Okay, dann tun wir das wohl. Er sieht fast so besorgt aus, wie ich mich fühle. Komm einfach schnell zurück, ja? Ich will nicht, dass sich diese Gruppe mehr als unbedingt nötig aufteilt. Schon gar nicht nach... Naja, du weißt schon. Immerhin hat unsere Dialogoption dazu geführt, dass wir mit Bente ein Plus Vertrauen gewonnen haben. Gehen wir hier entlang. Klicke beim Erkunden auf Gerda oder drücke G, um dich an dein aktuelles Ziel erinnern zu lassen. Gerda vor allem. Okay, wir sollten uns die Umgebung anschauen. Da vorne ist ein... zugefrorener Fluss oder so? Ein Reh. Hey, Liva. Können wir reden? Über das, was passiert ist? Es kommt mir vor, als würden alle so tun, als wäre nichts gewesen. Als hätten wir nicht gerade unser halbes Team verloren. Unsere Freunde. Ich verstehe einfach nicht, wie sie alle so weitermachen können. Dann sind wir schon 2. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Ich komme einfach nicht über den Anblick hinweg, als sie alle niedergeschossen wurden. Ich muss immer an Oliver und seinen dummen grünen Hut denken. Er flog davon, als die Kugeln ihn durchbohrt haben. Er war ein guter Junge. So etwas hatte er nicht verdient. Sie blickt über die Lichtung und seufzt. Ja, schon übel.
Können wir hier lang? Ne, können wir nicht. Okay, der Weg ist sehr linear. Es kommt sofort eine unsichtbare Wand und so. Hey, was ist das da drüben? Kisten, sie fallen quasi auseinander. Ich glaube kaum, dass wir da drin etwas Nützliches finden. Und hier? Eine kalte Sitzgelegenheit im Winter. Die ist total von der Vegetation überwuchert. Holzbretter, sie scheinen irgendetwas zu verbergen. Untersuchen. Hm, da ist eine Tür hinter diesen Brettern. Das ist komisch. Ja, nicht? Von drin habe ich sie gar nicht bemerkt. Vielleicht steht irgendetwas davor? Wir sollten nachsehen, sobald wir zurück sind. Noch ein Eingang. Es gibt eine versteckte Tür auf der Rückseite der Hütte. Und warum? Was man da wohl sehen kann? Ist das nur der Weg in die Hütte oder ist das so für das in den versteckten Keller oder so? Da drüben sieht man Kopenhagen. Boah. Was für eine Aussicht. Wir sind schon ziemlich weit weg von Kopenhagen, oder? Geht. Eigentlich nicht. Ich wünschte, wir könnten zurück. Es gibt noch so viel zu tun. Können wir vielleicht irgendwann. Hey da. Da ist Toft. Von hier oben sieht er nicht so imposant aus. Plötzlich scheinen ihr ihre Worte peinlich zu sein und sie senkt ihre Stimme zu einem Flüstern. Du glaubst nicht, dass er uns hören kann, oder? Warum fragst du? Ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht allzu sauer auf ihn bist. Ich weiß, dass ihr in der Hütte nicht einer Meinung wart, aber ansonsten bist du mit ihm ganz gut zurechtgekommen. Er hat was auf dem Kasten. Er weiß, wie man sich bei einem Einsatz verhält. Aber wir haben hier lange genug herumgetrödelt. Gehen wir weiter. Okay. Da drüben sind Bahnschienen. Hey, sieh mal da. Eisenbahnschienen. Ein Teil der Strecke muss durch den Wald führen. Vielleicht können wir auf einen Zug aufspringen. Glaubst du, das wäre eine gute Idee? Wimmelt es daran nicht von Deutschen? Wenn wir dann schneller sind, wäre es das Risiko wert. Wir müssen den Abstand zwischen uns und dem Feind vergrößern. Schüsse! Das klang, als kämen sie von der Hütte. Wir müssen zurück zu den anderen. Was wenn... Wir müssen zurück. Oha. Vor allem hat uns Vigo seine Waffe gegeben. Scheiße, jemand hat uns gefunden. Wo ist Toft? Sollte er nicht Wache halten? Oh nein. Oh nein. Da bist du ja. Die anderen kommen auch gleich. Was gibt es zu melden? Zwei Männer sind da drin. Einen habe ich verwundet, der andere ist bewaffnet. Die beiden Frauen sind auf Patrouille, aber sie können nicht weit sein. Es ist Toft. Er hat uns verraten. Diese verfluchte Ratte. Tofts Verrat. Toft ist ein Doppelagent, der gegen den Widerstand arbeitet. In Deckung. Sie schießen auf uns. Was sollen wir tun? Wir müssen zu den anderen. Konsequenzen. Manchmal reagieren Leute aufgrund deiner früheren Handlungen und vergangenen Ereignisse auf dich. Das erkennst du an einem kleinen Text oben an ihrer Sprechblase. Die Tür, die wir gefunden haben, auf der Rückseite der Hütte. Vielleicht haben sie sie noch nicht bemerkt. Die sollten wir öffnen können, oder? Wir müssen es versuchen. Toft, du Hinterhältiger, ey. Könnten sie nicht auch einfach durchs Fenster fliehen, frage ich mich gerade. Sie müht sich an der Tür ab. Sie klemmt. Ihr helfen, gegen die Tür zu drücken. Ha! Scheiße, Vigo. Was zum... Wie habt ihr... Vigo! Oh nein, nein, nein! Was ist passiert?
Torft hat auf mich geschossen. Er kam rein, nachdem ihr losgegangen wart, und zog seine Waffe. Wir haben ihn draußen mit ein paar anderen Männern gesehen. Es sah aus, als würden sie die Hütte gleich stürmen. Da müssen Torft und diese Schweine erst an mir vorbei. Ich kann nicht glauben, dass er uns verraten hat. Minus 10 sind wir bei ihm jetzt. Der Anführer der Schallburg-Korps brüllt wütend. Hört her da drin, ihr Kommunistenschweine. Wir haben euch umzingelt. Hört auf, euch wie Feiglinge zu verstecken, kommt raus und stellt euch. Nimm das, du Schallburg-Schlange. Um Himmels Willen. Habt ihr gesehen, wie viele es sind? 4, glaube ich, aber es klang, als wären noch mehr auf dem Weg hierher, nicht wahr, Liva? Ja. Diese ganze verdammte Kavallerie also. Einen hätte ich fast erwischt. Hört zu, ihr müsst hier raus. Ich lenke sie ab. Was redest du denn da? Wir lassen dich hier nicht zurück. Du musst. Bente, ich... Ich werde es sowieso nicht schaffen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist euch eine Chance zu... Nein, sag das nicht. Wir bringen dich hier raus. Wir bringen dich zu einem Arzt. Das werden wir doch, oder, Liva? Beide drehen sich zu mir und sehen mich an. Das Blut strömt durch Vigos Finger. Wir werden dich hier nicht zurücklassen. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Das ist eure letzte Warnung. Es wird verflucht kalt hier draußen. Oh Gott, das ist ein Laberkopf. Wenn ihr nicht rauskommt, müssen wir uns vielleicht ein gemütliches kleines Feuer anmachen. Und diese Hütte sieht aus, als wäre sie genau das richtige Feuerholz. Bente, bitte. Du musst auf mich hören. Das können wir Moor und Fahr nicht antun. Sie dürfen uns nicht beide verlieren. Das werden sie nicht, wir... Du hörst nicht zu. Ich habe ihnen versprochen, auf dich aufzupassen. Mir geht gleich die Munition aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Liva, ich weiß, dass du wegen des Fehlschlags in Kopenhagen an dir zweifelst, aber es war nicht deine Schuld. Ich habe gesehen, was du drauf hast. Versprich mir, dass du alle hier rausbringen wirst. Du weißt, wohin ihr jetzt gehen müsst. Ich verspreche es. Gut. Liva als Anführerin. Liva ist jetzt die Anführerin der Widerstandszelle. Sie muss ihr Team organisieren und verschiedene Werte nutzen, um zu überleben und dem Widerstand zu dienen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Tyrannen gewinnen. Wir schulden dem dänischen Volk und unseren gefallenen Freunden, dass wir weitermachen. Wir befreien sie von diesen Faschistenschweinen und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Kesse, gib mir deine Waffe. Natürlich, hier bitte. Aber es sind nicht mehr viele Kugeln drin. Es sind noch genug. Bente, alles wird wieder gut für dich. Vertrau mir. Und jetzt raus hier, ihr alle, verschwindet, solange ich euch Deckung geben kann. Och nö. Vigo. Ich kenne ihn nicht, aber hey. Wir müssen rennen. Liva, wir können ihn doch nicht einfach verlassen. Wir haben keine Wahl. Sie haben aufgehört zu schießen. Ha, den Idioten muss die Munition ausgegangen sein. Toft, geh nachsehen. Aber sie könnten immer noch... Stellst du meine Befehle in Frage? Ich sagte, geh. Oh nein, Vigo. Liva, wir müssen etwas unternehmen. Das sind zu viele von denen. Was soll das? Hast du nicht gesagt, es wären 2? Wo ist der andere? Er ist geflohen. Da war eine Hintertür. Ich wusste nicht. Scheiße. Also, wer ist das? Das ist der Anführer ihrer Gruppe, Vigo Thorsen. Ah, der berühmte Vigo Thorsen. Was? Nicht schlecht, Toft. Nicht schlecht. Tja, Herr Thorsen. Sie haben den Ruf, ein sehr standhafter Mann zu sein. Ich nehme nicht an, dass Sie uns verraten werden, wohin Ihre Kameraden geflohen sind, oder?
Egos Augen blitzen für eine Sekunde in unsere Richtung und fordern uns auf, weiterzugehen. Ich fürchte nicht, aber ich habe Ihnen etwas anderes zu sagen. Siehst du nicht, der Scheffel 3? Was zum Teufel macht er da? Singt er? Bist du in der Erntezeit frei? Hörst du des Narren Melodie? Bringt ihn zum Schweigen, verstanden? Was verdonnert ist, reißen wir... Ich habe dieses verfluchte Lied schon immer gehasst. Nein! Bente am Schießen hindern. Bente, warte! Nein, ich muss... Du bringst dich nur selbst in Gefahr. Ist mir egal. Bente, bitte! Bente sieht mich an, ihre Augen funkeln vor Wut, aber sie gehorcht. Da kommen noch mehr. Wir müssen weg, ehe sie uns sehen. Sofort! Immerhin lebt Kesse noch. Aber wo sollen wir denn hin? Nach Süden, in eine Stadt namens Tinglev. Aber ich weiß nicht wie. Der Zug. Wir müssen es riskieren. Wenn wir erstmal an Bord sind, kriegen sie uns nicht mehr. Also los. Da muss aber auch ein Zug kommen, jetzt in dem Moment. Okay, welch Glück. Tja. Und so kommen wir offenbar nach Tinglev. Before the war, Copenhagen had been a bustling and vibrant city. I had arrived there as a student, eager to lose myself in the crowded bars and jazz clubs, eager to escape my privileged upbringing. Life in the capital only confirmed what I had read. Injustice, cruelty and exploitation were everywhere, and the downtrodden working class were hit hardest of all. It was my duty, as much as anyone else's, to take up the fight. I began to consort with union organizers and revolutionaries. I met Viggo, who taught me how to protest, how to organize, and when the time came, how to fight alongside my fellow comrades. When the war eventually swept over Denmark, we, the communists, were the only ones prepared to oppose the Nazis. Working in small cells, we sabotaged communication lines, harassed Nazi supply chains, bombed factories, anything we could do to slow their march of conquest. As the war progressed, a cross-political collection of resistance groups, called the Freedom Council, began to coordinate our attacks. But Viggo remained leader of our group, our talisman. It was far from easy. Traitors and counter-revolutionaries hampered our progress, and eventually we felt the sting of their betrayal personally, sharp and acid hot. I had organized the mission. The target was a German freighter, a whale of a ship waiting to be pierced. Everything seemed to go according to plan, but the Wehrmacht were ready for us. Forced to abandon the operation, our team fled into the safety of the forest. Or so we thought. Our supposed comrade, Toft, had led us to the slaughter. Viggo bought us time to escape, and from far away we watched him die. For all our fury, we could do nothing. Honoring his final wishes, I ordered the retreat to some backwater called Tinglev. Bender and Kesse followed. What else could they do? I was the only leader they had left. Puh, interessant, das alles nochmal zu erfahren, wie es dazu kam. Tja, Viggo. Wäre er in Tinglev dabei gewesen, wie wäre es dann wohl alles verlaufen? 2 Wochen später, 23. November. Our escape from Copenhagen took us from one end of Denmark to the other. We hid among friendly resistance cells, bypassed Nazi checkpoints, and braved the harsh winter the best we could. On the orders of the Freedom Council, we had made our way to southern Jutland. All that remained was for us to make contact with the local resistance.
Tja, wer war vor ihr eigentlich der Anführer, ist die Frage. Peter? Wohl kaum. Wir müssten fast da sein. Wir sollten vorsichtig sein mit diesem Neuen. Er wird unser erstes neues Mitglied seit... Naja, seit Toft. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er die ganze Zeit für Boris Eriksen gearbeitet hat. Ich frage mich, wie viel seine Seele gekostet hat. Wahrscheinlich hatte er nie eine. Was einige Leute bereit sind, für ein bisschen Geld zu tun, ist mir ein Rätsel. Hoffen wir, dass sich dieser Neue als vertrauenswürdiger erweist. Eins nach dem anderen. Wir müssen herausfinden, wie viele Leute in seiner Gruppe sind. Dann sollten wir örtliche Quellen für Vorräte ausfindig machen. Kontakte auf den Schwarzmarkt knüpfen, solche Sachen. Ehrlich gesagt habe ich eine ganze Liste an Dingen, die wir tun könnten. Das ist sehr aufmerksam von dir. Führungsstil. Du hast deinen ersten Pflichtgefühl, Wut oder Fürsorgepunkt erlangt. Den kannst du in nun folgenden Gesprächen verwenden, um verschiedene Dialogoptionen freizuschalten. Ich bin beeindruckt, dass du dafür die Zeit gefunden hast. Nun ja, es war ein langer, langsamer Marsch. Aber das sind nur Vorschläge. Du bist diejenige, die letztlich entscheidet. Das stimmt. Jetzt, da Vigo fort ist, werden Cass und Bente sich auf meine Führung verlassen. Ich wünschte, er wäre hier und könnte mir einen Ratschlag geben. Und mich mit einer kleinen Melodie aufheitern. Ah, da ist sie. Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Bente zuckt mit den Schultern und zieht ihren Mantel fester zu. Was stand nochmal in der Nachricht, wo wir den Typen treffen sollen? Im Wald gleich außerhalb von Tinglev. Bei einer alten Brücke in der Nähe einer Weggabelung. Wenigstens wissen wir, dass wir nah dran sind. Lass uns weitergehen. Geht ihr beiden voraus, ich muss mir erst noch ein paar Dinge notieren. Okay, wie war das nochmal mit dem Nicht-Trennen? Tagebuch. Öffne dein Tagebuch, indem du auf das Symbol in der oberen linken Ecke klickst oder Tabulator-Taste drückst. Okay, das kennen wir halt auch von Gerda. Aus der Kälte. Nach einem wochenlangen Marsch waren wir endlich in Tinglev angekommen, bereit unseren hiesigen Kontakt zu treffen. Stil, Genossen, Bente, Kesse, Anders und Peter. Ah ja. Da sehen wir die beiden. Pflichtgefühl, Wut, Fürsorge, Tumulte. Tumulte 0. Wertgegenstände Geld einmal. Ah ja. Liva 26. Ich bin zur Anführerin unserer kleinen Widerstandszelle geworden. Ich bin in Jütland auf dem Land aufgewachsen, zog aber nach Kopenhagen, um Philosophie zu studieren. Damals war die Hauptstadt bunt und voller Leben. Sie sprühte vor Ideen und war bereit für Veränderungen. Ich habe in kommunistischen Kreisen schnell Freunde gefunden, doch als der Krieg nach Dänemark kam, mussten meine Kameraden und ich abtauchen. Wir hatten keine Wahl, als den deutschen Faschisten Widerstand zu leisten und werden das auch weiterhin tun, bis Dänemark wieder frei ist. Bente ist 21. Uff. Fabrikarbeiterin. Drei Geheimnisse. Das jüngste Mitglied unserer Widerstandszelle. Sie wuchs mit ihrem älteren Bruder Vigo in einer Familie der Arbeiterklasse auf. Vor dem Krieg hat Bente in einer Fabrik in den Außenbezirken von Kopenhagen gearbeitet und sich in der kommunistischen Arbeiterbewegung engagiert. Aber das kam bei den Besetzern nicht gut an. Sie musste untertauchen und wurde zu einer jungen und enthusiastischen Widerstandskämpferin. Auch wenn Vigos Tod uns allen nahe ging, kann ich mir kaum vorstellen, welchen Schmerz er bei ihr ausgelöst hat. Dann haben wir Kesse, er ist 30. Christian Kesse Nielsen. Verkäufer. Ein alter Kamerad von mir. Er stammt ursprünglich aus Südjütland und obwohl er einige Jahre in Kopenhagen gelebt hat, merkt man ihm seine ländlichen Wurzeln an, seinem Dialekt und seinem Temperament an. Er hilft uns, unsere Mission sorgfältig und strategisch zu planen und ist unserer Sache gegenüber absolut loyal. Kesse ist wegen seinem Hang zum Kulinarischen auch der Koch des Teams. Toft, 23, Schallburg-Mitglied. Verräter, Schlange, Abschaum. Für Toft gibt es nicht genügend Schimpfwörter. Als er unserer Gruppe beitrat, bekundete er seine Solidarität, doch er war ein Doppelagent. In Wahrheit arbeitete er für das Schallburg-Korps, das gegen den Widerstand vorgeht. Er führte uns in eine Falle, in der Vigo sein Leben verlor. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir ihm vertraut haben. Dass ich seine verlogene Kameraderie und halbseidenen Worte nicht durchschauen konnte. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Vigo, 28. Musiker. Freundlich, aufmerksam und immer ein Lied auf den Lippen. Vor Tofts Verrat war Bentes älterer Bruder der Anführer unserer Widerstandszelle.
Wir trafen uns zum ersten Mal in einer Jazzbar in Kopenhagen, wo wir durch unsere musikalischen und ideologischen Gemeinsamkeiten schnell Freunde wurden. Als die Besatzung begann, nahm mich Viggo unter seine Fittiche und führte mich in den Widerstandsbewegung ein. Seine ruhige Art, uns anzuführen, und sein fröhliches Wesen sorgten bei uns immer für gute Moral. Ich hoffe nur, dass ich es ihm gleich tun kann. Und Ericsson. Boris Licke Ericsson, 43, Schallburg-Kommandant. Ein hochrangiger Offizier der Geheimdienstabteilung des Schallburg-Korps. Er ist ein wichtiger Koordinator der Operation gegen die Widerstandsgruppen und hat den Ruf, gegen Kommunisten ganz besonders rücksichtslos vorzugehen. Infos, Fakten. Ah. Dänischer Freiheitsrat. Der Freiheitsrat war eine im September 1943 von den Anführern der wichtigsten dänischen Widerstandsgruppen gegründete Organisation. Ihr Zweck war es, die Kommunikation zwischen den einzelnen Zellen zu optimieren und den Widerstand gegen die deutschen Besatzer besser zu organisieren. Die Identität ihrer Mitglieder wurde bis zum Kriegsende vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Schallburg-Korps. Das Schallburg-Korps war ein militärischer Korps aus dänischen Bürgern, die rekrutiert wurden, um die deutschen Besatzer zu unterstützen. Das Korps wurde im April 1943 gegründet. Seine Geheimdienstabteilung war berüchtigt für eine spezielle Art von Kontrasabotage, die in der Bevölkerung den Namen Schallburtage erhielt. Ein Kofferwort aus dem Namen des Korps und dem Wort Sabotage. Schallburtage. Ja. Dieser Gegenterror sollte nicht nur Vergeltung gegen den dänischen Widerstand sein, sondern auch die allgemeine dänische Bevölkerung einschüchtern. Zudem war das Korps für seine Ausgleichsmorde bekannt. Mordanschläge auf beliebte dänische Persönlichkeiten als Rache für den Tod von Kollaborateuren oder Angehörigen der Besatzungsmacht. Alter, das ist wirklich evil. Evil Knievel. Ich krieche da nicht runter. Okay, dann halt nicht. Bente, sie kundschaftet den Wald aus, ist aber höchstens halbherzig bei der Sache. Ich hab den Schnee so satt. Durch den Schnee laufen, im Schnee schlafen, in den Schnee pinkeln. Ich hoffe, unsere Unterkunft hier hat einen warmen Ort zum Schlafen. Wir haben schon Glück, wenn wir nicht frieren. Es ist bestimmt gemütlich. Wo auch immer wir landen, wir werden endlich die Gelegenheit haben, ein wenig zur Ruhe zu kommen. Aber lasst uns nicht zu lange ausruhen. Wir sollten so schnell wie wir können zurück nach Kopenhagen. Da werden wir von viel größerem Nutzen sein. Und sehr viel näher an Toft. Wir können ihn nicht ungestraft davonkommen lassen. Toft verdient einen schmerzhaften Tod. Wut, aha. Nach dem, was er Viggo angetan hat, möchte ich ihn langsam ausbluten sehen. Aber wir werden ihn sehr viel früher kriegen, wenn der Freiheitsrat mit unserer Arbeit hier unten zufrieden ist. Na, dann fangen wir mal an. Wir sollten weiter nach unserer Kontaktperson Ausschau halten. Er muss hier irgendwo sein. Hi, Kesse. Die bittere Kälte entlockt seinem durchgefrorenen Gesicht immer mal wieder ein Schniefen. Ich kann's kaum erwarten, was Richtiges zu kochen, wenn wir erstmal in der Stadt sind. Alles, was wir übrig haben, ist ein bisschen Dörrfleisch und ein paar Stücke Brot. Die ganze Rennerei durchs Land verlangt uns einiges ab. Das ist schon bald vorbei. Dann können wir ein neues Kapitel aufschlagen. Sieh mal an, wie optimistisch du bist. Nein, wirklich, das ist schön zu sehen. Zuerst müssen wir diesen Typen finden. Also, suchen wir weiter. Anders, wo bist du? Sackgasse. Ja, als Genossen standen ja schon Anders und Peter dort.